4% Wachstum in diesem Jahr. Das klingt zwar noch gut, ist aber deutlich weniger als im Januar geschätzt. Und dann ist da ja auch noch das Coronavirus, das in China aktuell die Produktion lahmzulegen droht. Bei der gerade laufenden Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank sind die Sorgenfalten dementsprechend groß. Ein Themenkomplex, mit dem Sie jetzt die Sendung erklärbar beschäftigt. Die kommt live aus Köln und damit übergebe ich an die Kollegen. Ja, hallo zusammen. Dominik Krämer ist mein Name und wir schauen heute mit euch auf die Lage der Weltwirtschaft. Sieht ja irgendwie nicht so gut aus. Und warum das so ist, das klären wir jetzt in der Erklärbar. Genau, der Kollege hat es gerade schon angekündigt. In Washington findet gerade die Jahrestagung, die Frühjahrestagung des IWF, des Internationalen Währungsfonds, statt. Bundesfinanzminister Christian Lindner, der ist auch zum ersten Mal mit dabei. Und er hat sich mit Corona angesteckt. Also gute Besserung von uns aus hier an dieser Stelle. Das wirkt ja alles so ein bisschen sinnbildlich, ne? Also klar, der Ukraine-Krieg, der bestimmt natürlich auch die Schlagzeilen und die Agenda beim IWF. Aber da gibt's ja noch diese andere Sache, Corona. Das ist ja auch noch nicht vorbei. Und dementsprechend düster sehen auch die Prognosen aus. Nur noch knapp 3,5% Wachstum weltweit, sagen die Experten vom IWF, sind zu erwarten. Das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch. Aber wenn jetzt noch mal ein Corona-Lockdown in China alles durcheinander wirbelt, dann könnte das schon sehr frustrierend werden. Und genau darüber wollen wir jetzt mit euch reden. Stellt eure Fragen im Facebook-Livestream der Tagesschau, im YouTube-Kanal der Tagesschau. Ich sortiere das alles hier und reiche das dann weiter an die beiden Experten hier bei mir im Studio, beziehungsweise die zugeschaltet sind. Zum Beispiel Rolf Langhammer, Ökonom, emeritierter Professor, lange Jahre Vorsitzender des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Und ja, man kann, glaube ich, sagen, einer, der sich wie kein Zweiter in der weiten Weltwirtschaft auskennt. Schönen guten Abend, Herr Langhammer. Ja, schönen Abend nach Kiel. Und von Kiel nach Köln. Wunderbar. Sie sind zu hören, Sie sind zu sehen. Das freut mich. Und bei mir hier an der Bar direkt gegenüber unser WDR-Wirtschaftskorrespondent Uli Oecker-Seifer. Uli, schön, dass du da bist. Hallo. Schönen guten Abend. Uli, wir machen es so wie immer. Erstmal der Aufschlag mit dir. Du bringst uns alle auf den gleichen Stand, würde ich sagen. Zuerst mal analysier uns doch bitte mal diese Wachstumsprognose, diese weltweite, diese 3,5%. Das klingt ja eigentlich ganz okay, wenn ich jetzt so von Deutschland ausgehe. Ist das wirklich so? Was ist da das Problem? Wenn das eine Wachstumsrate für Deutschland wäre, wäre die super. Also 3-4% wäre für uns eine Hochkonjunktur, fast schon ein Boom. Aber es ist natürlich in der Welt eine Mischkalkulation. Da sind eben nicht nur die Industrieländer dabei, sondern eben auch die Industrieländer, die Schwellenländer. Und gerade die Entwicklungsländer, die oft ein hohes Bevölkerungswachstum haben, die brauchen eben deutlich mehr Wachstum als so ein entwickeltes Industrieland wie beispielsweise Deutschland. Deswegen sind 3,5% weltwirtschaftliches Wachstum wenig. Im laufenden Jahr sieht das noch anders aus. Dieses Jahr haben wir ein Wachstum von 6%. Das ist für die Weltwirtschaft okay. 3,5%, gut die Hälfte. Das ist deutlich weniger. Wenn wir mal auf Deutschland schauen, da hat sich sogar die Prognose halbiert. Da hatten wir dieses Jahr 4%, nächstes Jahr 2%. Das bedeutet eine glatte Halbierung. Aber mit 2%, da kann Deutschland deutlich besser leben als die Welt insgesamt mit 3,5. Wir brauchen nicht mehr so viel Wachstum. Unterm Strich trotzdem, man sieht, der riesige Unterschied zum Vorjahr, das ist eben die Auswirkung jetzt des Krieges vor allem. Und es gibt ja noch ein großes Problem und das nennt sich Inflation, die in diesem Jahr auch noch weiter durch die Decke gehen wird. Also die steigenden Preise sind nicht gut, setzen uns noch zusätzlich zu, oder? Auch weltweit. Genau, die sind zum einen natürlich jetzt in dieser veränderten Prognose sicherlich schon drin, aber es kann ja noch schlimmer werden auf der einen Seite mit der Inflation. Und wenn wir mal das letzte Jahr gesehen haben, wir sind ja in Deutschland fast von null gestartet im vergangenen Jahr, bis auf 5% Jahresende, jetzt sind wir schon bei 7, die ersten Prognosen gehen in Richtung 10. In den USA sieht es ähnlich heftig aus. Mhm. Und wir haben in den letzten Sendungen ja viel über Inflation geredet, darüber, was alles teurer wird, von den Energiepreisen ganz stark, über die Nahrungsmittelpreise. Und da sind so ein paar Sachen drin, die haben wir noch gar nicht genauso geschaut. Ich habe mal ein Beispiel noch mitgebracht. Die Zinsen drehen ja auch. Das ist eher eine Diskussion bei uns für die Hausbauer, aber auch die Unternehmen zahlen Zinsen. Und wenn man mal sieht, hier auf der Grafik, seit den frühen 1980ern ging es im Grunde bei den Zinsen immer nur nach unten. Und auch da hat es jetzt gedreht. Das könnte man sagen, mir doch egal, sind ja die Unternehmen, die die Zinsen zahlen. Aber
die legen diese Kosten natürlich am Ende auf die Preise um. Das ist so ein bisschen wie bei den Energiepreisen. Also es kommt eine Sache nach der nächsten, was für mich zu der Vermutung führt, dass die Inflation, man könnte sagen, gekommen ist, um zu bleiben, vielleicht nicht auf dem jetzigen Niveau, aber sicherlich dauerhaft nicht unbedingt zum Wachstum beitragen wird, vielleicht zum nominalen Wachstum, aber das ist auf die Dauer nichts Gutes. Herr Langhammer, ich glaube, ich trete Ihnen nicht zu nahe, wenn ich sage, Sie sind schon ein paar Jährchen länger als wir beide, also ich auf jeden Fall, mit der ganzen Thematik beschäftigt. Was würden Sie sagen, kann man diese Situation mit irgendetwas aus den letzten Jahrzehnten vergleichen? Ist Ihnen das schon mal untergekommen, sowas? Na, das versuchen wir ja immer. Wir sind Erfahrungswissenschaftler, das schauen wir immer, ob es schon mal so etwas gegeben hat. Dann denkt man natürlich an die nahe Vergangenheit und das ist die große Finanzkrise von 2008. Ich würde noch weiter zurückgehen. 50 Jahre, ich bin jetzt 50 Jahre beim Institut, als ich 1972 anfing, da hatten wir einen derartigen Schock und zwar zweierlei. Wir hatten A, den Zusammenbruch des Bretton Woods-Systems, also ein völlig neues Finanz- und Währungssystem, nicht mehr die dominante Rolle des Dollars. Und zum Zweiten hatten wir eben zum ersten Mal auch einen Krieg mit Waffen, und zwar mit Öl als Waffe. Und das ist etwas, was wir schon auch der Währungsfonds jetzt in seinem letzten Bericht immer wieder als Vergleich heranzieht. Er weist natürlich diesen Vergleich etwas zurück, weil er sagt, die Situation ist anders. Wir sind heute damals viel ölintensiver gewesen als heute. Wir hatten das auch nicht eingepreist in die Lohnsteigerung. Wir wissen ja noch, dass Herr Klunker damals Lohnsteigerungen in zweistelliger Höhe herausgeholt hat. Das waren alles natürlich Dinge, die man sagen kann, nein, heute sieht es anders aus. Aber dieser Vergleich zu 1972, den würde ich schon ziehen. Es kommen schon die ersten Kommentare und Fragen. In diesem Fall ist es ein Kommentar rein. Bei Facebook schreibt Christoph Bütti, es wird sicherlich noch schlimmer mit der Inflation. Das Leben wird immer teurer und ist irgendwann nicht mehr bezahlbar. Es sei denn, du hast einen Job, wo du gut verdienst oder einen Partner, der genauso verdient wie man selbst. Wie würden Sie das einschätzen? Kann sich das nochmal umkehren? Ist die Inflation gekommen, um zu bleiben, so wie Uli das eben schon angekündigt hat? Ja, es ist auch der Währungsfonds spricht zum ersten Mal von Stagflation, also von einer Stagnation mit persistenter, dauerhafter Inflation. Eine Gefahr ist nicht zu leugnen. Das ist durchaus möglich. Hängt natürlich von Szenarien ab, die er als schlimmsten Fall bezeichnet. Das tut er, der Währungsfonds. Und dann würden wir wirklich erhebliche Probleme bekommen. Aber in der Tat, wir haben natürlich zwei Treiber von Inflation. Das eine ist, dass wir eine aufgestaute Nachfrage nach der Pandemie hatten. Die Leute konnten das Geld nicht ausgeben. Sie hatten gespart. Sie hatten an sich unfreiwillig gespart. Jetzt möchten sie das ausgeben. Das ist die eine Seite. Dann hat natürlich gerade die Staaten haben sehr viel an konjunkturbelebenden Maßnahmen auf den Weg gebracht, in den USA besonders stark. Und jetzt kommt natürlich der Faktor Energiepreise dazu. Das heißt, wir haben also mehrere Treiber von Inflation und in der Summe ist das schon ein gewaltiger Inflationssprung. Und vor allen Dingen dann, wenn sich diese Inflationserwartungen verstetigen sollten, also jeder rechnet damit, dass das so weitergeht, dann würden wir wahrscheinlich ein Inflationsplafond haben, wie wir es in den letzten Jahren noch nie gesehen haben. Und es gibt ja jetzt noch einen Punkt, der so ein bisschen in den letzten Wochen gefühlt in den Hintergrund geraten ist. Und das ist Corona, muss man sagen. Ich habe eben China schon kurz angesprochen. Die fahren ja wieder so eine strikte No-Covid-Strategie und gehen wohl gerade in den nächsten Lockdown. Da gab es diese Woche ja spektakuläre Bilder aus Shanghai, wo die Container sich im Hafen stapeln und nichts mehr geht. Uli, vielleicht die Frage an dich zuerst. Heißt das denn jetzt ganz konkret, dass Chips für Elektronik, für Autos und so weiter noch knapper werden, dass es da noch mehr Probleme gibt, die Lieferketten wieder zusammenklappen? Wie siehst du das? Also vielleicht gar nicht so sehr bei den Autochips, weil die großen Autochip-Produzenten, das sind an erster Stelle die Japaner, auch die Südkoreaner. Natürlich kommen aus China eine Menge Chips und okay, die fehlen dann vielleicht beim Auto, aber beim Laptop oder an einer anderen Stelle macht die Sache auch nicht so wirklich besser. Also wenn aus Shanghai dauerhaft weniger Schiffe abfahren und sich das länger zieht. Und es kann ja durchaus auch sein, dass das auch noch andere Städte, gerade auch Hafenstädte in China betrifft, dann wird es schwierig. Wir haben hier auch mal was vorbereitet. Die Abfahrt von Containerschiffen aus Shanghai, jetzt seit Beginn dieses Jahres. Und was man sehr schön sieht, ist, die ist wirklich jetzt eingebrochen, diese Zahl. Das geht massiv runter. Und diese Schiffe, die jetzt da gerade nicht abfahren, wenn das dauerhaft so sein wird, das werden die Waren sein,
die hier fehlen, in 2 Monaten beispielsweise. Also, das kann der nächste große Schock für die Lieferketten werden, wenn Corona noch mal richtig zuschlägt in China, eben weil China ja auch dann diese Null-Covid-Politik betreibt und so radikal alles runterfährt. Also es ist ehrlich gesagt wirklich fürchterlich. Es kommt gerade im Moment in den letzten Wochen eine schlechte Nachricht zur nächsten. Ihr könnt eure Fragen fleißig weiterstellen. Bei Facebook sind wir, bei YouTube sind wir, in den sozialen Medien einfach in den Feed reinschreiben. Ich sammle das hier, gebe das weiter und bin auch schon dabei, das ein bisschen zu sortieren. Trotzdem, nee, Quatsch, ich ziehe einfach mal die Facebook-Frage hier von Sven Odendahl vor. Wie wird sich die Aufrüstung auf das Wirtschaftswachstum auswirken? Wie wird sich das Wachstum der mit China verbündeten oder abhängigen Staaten entwickeln? Ich schmeiß das mal in eure Runde, Herr Langhammer. Was glauben Sie, Thema Aufrüstung gerade ganz aktuell, hat das einen Impact auf diese Wachstumsprognosen? Nein, also jedenfalls nicht so, dass wir ja jedenfalls in den Prognosen des Währungsfonds und der Weltbank so etwas sehen. Das hat sicherlich Langzeitwirkungen, aber kurzfristig sehen wir davon noch nichts. Außerdem kann man nicht unbedingt sagen, dass die Rüstungsindustrie der ganz große Gewinner sein wird, denn die müssen ja auch erstmal die Rohstoffe kaufen. Ja, und die Frage ist natürlich, ob sie bei steigenden Rohstoffpreisen, Stahlpreisen und so weiter einfach so produzieren können wie in der Vergangenheit. Da würde ich ein Fragezeichen setzen. Das andere Problem, das, was mit China zusammenhängt, ist viel gravierender. Denn es ist nicht nur Shanghai, das im Lockdown sitzt, sondern wir haben über 20 chinesische Städte, die regelmäßig von der chinesischen Regierung in den Lockdown geschickt werden. Und das betrifft natürlich den gesamten Teilemarkt, zum Beispiel auch bei Autos, nicht gerade Chips, aber Kabelbäume, Karosserien. China ist der wichtigste Absatzmarkt, über fast 40% der deutschen Automobilproduktion gehen nach China, sondern eben auch ein sehr wichtiger, zunehmend wichtiger Teilemarkt. Und da könnte es zu Unterbrechungen kommen. Jetzt kommt noch hinzu, dass wir sehen, dass vor Helgoland viele Containerschiffe liegen, die nicht in Hamburger Hafen können, weil es alles verstopft ist. Die Plätze sind besetzt, die Flächen für die Container sind besetzt. Volle Container für Russland liegen auf Halde. Leere Container aus China, die gefüllt werden müssten und wieder zurück müssten, liegen auch noch da. Das heißt also, wir haben ein großes Verstopfungsproblem auch im Hamburger Hafen. Und jetzt kommt noch hinzu, wir rechnen damit, dass Chinas Wachstumsprognose, Chinesen machen ja keine Prognosen, sondern sie setzen das vor, das ist eine Vorgabe, von 5% dieses Jahr auf keinen Fall eingehalten wird. Der Währungsfonds rechnet mit 4,4. Ich würde sogar so weit gehen, das unter 4 zu sehen. Und das hätte für die Weltwirtschaft dramatische Konsequenzen. Und Uli, da haben wir auch eben noch drüber gesprochen, ne? Über genau das Thema. Da haben wir vor der Sendung drüber geredet. Hätten wir eigentlich fast noch eine Grafik zu vorbereiten können. Also gut 4% Wachstum für China ist ja für chinesische Verhältnisse nichts. Wir haben vor einigen Jahren drüber gesprochen, die brauchen eigentlich 8%, damit es nicht zu sozialen Unruhen kommt, um sozusagen das Wohlstandsversprechen an die Bevölkerung einzulösen. Wir waren deutlich über 10% Wachstum regelmäßig, im Grunde über Jahrzehnte. Also China war natürlich der große Treiber und auch eben gerade ein großer Abnehmer für deutsche Waren. Und wenn die jetzt sozusagen die Phase des Schwellenlandes hinter sich lassen und in normale Regionen des Wachstums kommen, dann fehlt da ganz viel Nachfrage auf der Welt. Rack Biceps Curl Athlete, mein Gott, was ein Name, bei YouTube, mit der Frage, ist die aktuelle Inflation nicht temporär, weil Konsumenten, in Klammern Firmen, ihre Lager füllen, indem sie Erspartes, in Klammern Reserven, auflösen bzw. übrig haben nach 10 Jahren Nullzinswelt? Wer von euch will sich die Frage schnappen? Also, wir sehen wahrscheinlich, dass ein Treiber der Inflation, nämlich das weltwirtschaftliche Wachstum, sich abschwächt. So, das könnte natürlich für Konsequenzen sorgen, dadurch, dass die Nachfrage zurückgeht und wir von daher eine Entlastung haben. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, wie es mit den Energiepreisen weitergeht. Wie gesagt, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch zu einem Gasstopp-Import kommt. Und das hätte gewaltige Konsequenzen. Das ist ein Teil dieses schlimmsten Szenarios, das vom Währungsfonds gezeichnet wird, was zu einem Einbruch, einer weltweiten Rezession um beispielsweise 3% im nächsten Jahr kommen könnte. Also das wäre wirklich der Worst Case. Das heißt also, die Inflation von der einen Seite, ein Treiber könnte sich sozusagen entspannen. Das ist vielleicht die nachlassende Nachfrage in der Welt.
weil ja auch das Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark zunimmt. Und auf der anderen Seite die Persistenz bei Rohstoffpreisen, Energiepreisen, Unsicherheiten würden dann zu Verzögerungen im Aufbau neuer Kapazitäten führen. Man würde nicht investieren. Und das hätte auch wieder Konsequenzen natürlich für die Persistenz, also für die Dauerhaftigkeit von Inflation. Da habe ich eine spannende Frage, wie ich finde, gerade gefunden. Torgotto bei Facebook hat er oder sie gefragt, jeder spricht immer nur von Wachstum. Wohin sollen wir denn noch wachsen bei einem endlichen Planeten? Es wäre schön, man würde mal aus all den Krisen lernen und sich mal überlegen, qualitativ statt quantitativ zu wachsen. Uli, du vielleicht als erstes, qualitativ statt quantitativ, endliches Wachstum? Du, die Diskussion, die haben wir ja im Grunde seit Jahrzehnten und sie hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt. Auch wir überwägen uns ja hier in einem Rahmen, wo wir tatsächlich immer über Wachstum reden. Wenn wir auf Ressourcenverbrauch schauen und anderes, dann sehen wir, dass wir wahrscheinlich nicht dauerhaft die traditionellen Wachstumsraten durchhalten werden. Denn wir reden ja auch viel über Ressourceneffizienz und anderes. Aber dafür waren tatsächlich auch gerade die Energiepreise in den letzten 10 Jahren so niedrig. Und man sieht es ja beispielsweise ganz einfach am Auto oder auch am Verbrauch der Industrie. Also wir haben eigentlich gestoppt beim Energieeinsparen, weil Energie günstig war. Das heißt, wahrscheinlich muss sie auch deutlich teurer sein, damit wir da nochmal diesen Druck haben. Ja, die Idee ist sympathisch. Wir sehen Länder, in denen das gerade die nordischen Länder, die Skandinavier, die bei erneuerbaren Energien viel weiter sind als wir, haben natürlich auch viel bessere Voraussetzungen, Wasserkraft, viel Platz für Windkraft. Das heißt, die kriegen diesen Wandel viel stärker hin. In Deutschland ist echt war ziemlich die Luft raus die letzten Jahre. Wir hatten bei den 90ern gut angefangen, aber wir sind lange nicht mehr das Vorzeigeland in dieser Richtung. Insofern, ja, da muss eine Menge Schub noch rein. Lass uns doch vielleicht noch ein bisschen weiter. Das gerne noch mal weiter. Sehr gerne, sehr gerne. Zwar in Bezug auf unseren Alterungsprozess. Wir sind ja in der Welt mit Ausnahme von Afrika in einem doch dramatischen Alterungsprozess. Die Babyboomer der 60er Jahre, die werden jetzt bald in Rente gehen. Das heißt, das bremst Wachstum sowieso. Dann würde ich auch nicht immer auf Wachstum schauen, ich würde auf Innovationen schauen. Wir haben eine ökologische Transformation vor uns. Die wird Innovationen bringen. Innovationen erfordern Investitionen. Und diese Investitionen schlagen sich dann auch in irgendeinem Aggregat, nämlich Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, vielleicht nieder. Aber darum geht es nicht. Wir haben zum Beispiel ein Land wie Japan, das für uns das Vorbild des Alterungsprozesses ist, mit einem Potenzialwachstum von 0,5 bis 1%. So. Wir sind in Deutschland nicht so furchtbar weit entfernt. Herr Oecker-Safer, Sie haben es ja erwähnt, wir könnten glücklich sein, wenn wir 2,5 bis 3% kriegen würden. 4 wäre Boom, würden wir nie erreichen, real. Also wir sind in einem Potenzialwachstum, das sozusagen mittelfristig angelegt ist, auf vielleicht 1,5%. Und das ist schon eine ganz gute Größe, aber sie verdeckt im Grunde genommen, was an Innovation eigentlich dahinter steht. Die Transformation, die wir ja wollen, hin zu erneuerbaren Energien, die Transformation weg von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft, weil wir alle altern und dort mehr Dienstleistungen abfordern, das im Grunde genommen wird dann sich in irgendeinem Aggregat niederschlagen, aber es wird nicht in den meisten westlichen Industriestaaten nicht mehr als 1,5 bis 2% sein. Ich sammle hier gerade so ein paar Fragen, die in die gleiche Richtung gehen, die ich Ihnen und euch gerne auch weiterreichen würde. Nämlich Rack Biceps Curl Athlete, nochmal mit einer spannenden Frage. Sind 30 Jahre Globalisierung nun vorbei? Finde ich einen spannenden Punkt. Herr Langhammer und Uli, du kannst ja auch gerne reinkrätschen. Ne? Was bedeutet diese ganze Situation denn jetzt für unsere globalisierte Welt? Also wir sind doch so engmaschig miteinander vernetzt und abhängig und super empfindlich auf Störungen. Ist diese Art der Globalisierung denn jetzt wirklich am Ende? Nein, definitiv nicht. Sie verschiebt sich. Die Handelsströme verschieben sich weg von den unsicheren Lieferquellen zu den sicheren Lieferquellen. Also es gibt eine regionale Verschiebung. Wir werden wahrscheinlich mehr Handel vielleicht innerhalb der Europäischen Union haben, vielleicht mit unseren Nachbarstaaten innerhalb Europas, die noch nicht Mitglieder sind. Das ist ein Aspekt. Wir werden sicherlich auch
eine Verschiebung des Handels weg von Gütern zu Dienstleistungen haben, übers Internet. Das können wir sehr viel schwerer messen als den Güterhandel. Der ist ja auch, der Dienstleistungshandel läuft sehr kompliziert ab über verschiedenste Formen. Da ist eine große Grauzone. Und wir werden Globalisierung haben auf einem Gebiet, was wir im Grunde genommen immer außerhalb der Globalisierung sehen. Das sind die Arbeitsmärkte. Wir werden viel mehr Globalisierung im Bereich der Migration, der regulären und der, sagen wir mal, durch Krisen getriebenen Migration sehen. Und das ist im Grunde genommen fast der Wachstumstreiber der Globalisierung der Zukunft. Aber zu sagen, wir haben eine Deglobalisierung, der Handel kommt zum Stillstand, ist Unsinn. Wir werden, der Währungsfonds prognostiziert ein 5%iges Welthandelswachstum für auch in der jetzigen Situation. Aber eine Verschiebung der regionalen Handelsströme, die wird es geben, ja. Uli, du hast schon lange nichts mehr gesagt, jetzt kannst du. Also, es ist eigentlich kein Widerspruch, aber es ist schon eine Ergänzung. Wenn wir mal auf die aktuelle Situation kommen, gibt es ja schon eine Besonderheit. Herr Langer hat gerade angesprochen, vielleicht gibt es eine Verschiebung in die sicheren Lieferländer. Da müsste man sich mal fragen, ja, wo sind denn die sicheren Lieferländer? Also Russland ist es nicht. China kann es auch ganz schnell nicht mehr sein. Wenn wir jetzt sozusagen, was Rohstoffe angeht, auf Afrika gehen, auch da kann sich sehr schnell vieles ändern. Ich habe mal eine Grafik vorbereitet, wo wir eigentlich selber genügend Rohstoffe haben in Deutschland. Und da sieht man, wie überschaubar das ist. Also Rohstoffe bei uns, das ist Sand, Kies, das sind Steine, das ist die Braunkohle und das ist Salz. Und wenn man das mal alles zusammennimmt, sieht man, das man nicht so weit ist mit, nicht, ne? Das heiße Zeug sozusagen. Also so viel ist das tatsächlich alles nicht. Wenn man mal guckt, was man im Moment braucht. Ne? Wir reden ganz viel über Energie, aber, und das haben wir vor 10 Jahren übrigens schon mal gedacht, man redet auch stark über Metalle und seltene Erden. Und wenn man da mal schaut, das sind dann Sachen wie Lithium beispielsweise, Kobalt, Magnesium, Silizium, Nickel, was ganz stark abgebaut wird in Russland beispielsweise. Oder auch die berühmten seltenen Erden. So, da sind wir in vielen Fällen von ganz wenigen Lieferländern abhängig. Und das hat man nicht so schnell gedreht. Und das ist mir persönlich, ich sehe das sehr skeptisch für die nächsten Jahre. Wir haben dieses ganze Zeug auch in Europa. Das findet sich in Finnland, in Schweden, in Spanien, bei uns im Erzgebirge. Aber wenn wir in Europa in dem Tempo weitermachen, das abzubauen, dann wird das nichts. Und ich glaube, deswegen wird es in der nächsten Zeit rumpeln, bis sich stabile neue Lieferbeziehungen in sichere Lieferländer innerhalb und außerhalb Europas ergeben haben. Aber bis dahin kann es schwierig werden, weil wir haben immer unterstellt, Russland liefert zuverlässig Energie, weil das seit Anfang der 70er war. Wir unterstellen auch, China hat Interesse an Handel, deswegen liefern die seltenen Erden und nehmen uns unsere Produkte ab. Das ist aber im Kern erstmal nur eine Annahme und gerade werden unglaublich viele Annahmen, die lange gestimmt haben, erschüttert. Das heißt, ich muss ihn mal gerade hervorheben, ich glaube, dass wir eine Rückkehr der Wirtschaftspolitik sehen werden und der Mann hier, der Habeck, der hat mittlerweile, glaube ich, so ziemlich den wichtigsten Job in der Bundesregierung. Der Wirtschaftsminister in Deutschland war 40, 50 Jahre im Kern irrelevant. Das war ein Grußonkel. Jetzt sehen wir eine ganz neue Welt. Man muss sich wieder kümmern, wo bekommen wir das Zeug her? Wir haben so lange gesehen, privat vor Staat, das hat nicht in allen Bereichen gut funktioniert. Und das fällt uns gerade ein Stück weit auf die Füße. Also wir müssen wieder anfangen, in Versorgungsgedanken uns zu bewegen und Fürsorge zu betreiben, auch sozusagen, was unsere industrielle Basis da ist. Also das heißt, das deutsche Wirtschaftsmodell der letzten Jahre ist eigentlich gescheitert, oder? Sich abhängig zu machen von einzelnen Ländern. Da haben wir super Ländern dran verdient, aber wir hatten immer die Russen als die billige Tankstelle, könnte man sie nennen. Und es hat immer darauf basiert, dass es fluppt in der Globalisierung und im Welthandel. Und wenn es das mal nicht mehr tut und wenn wir beispielsweise eine neue Blockbildung sehen, dann kann sich da neue Gleichgewichte einstellen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass mir Herr Langer mal nicht widersprechen will. Aber bis das soweit ist, werden wir jetzt eine Übergangsphase haben und die kann überaus unschön werden. Also wir werden sicherlich stärker unsere Strategie, Deutschland vor allen Dingen, Strategie überdenken, immer nur zu kaufen, anstatt selber in die Rohstoffquellen zu investieren. Das ist der große Unterschied zu anderen Ländern. Die USA und andere haben sehr, und die Chinesen sowieso, haben sehr stark in Rohstoffquellen investiert. Wir so gut wie gar nicht. Wir haben gesagt, wir kaufen das auf dem Weltmarkt, das wird schon immer verfügbar sein. Diese Strategie wird jetzt überdacht.
Das geht schon, das beginnt jetzt langsam beim Meeresbergbau, wie wir uns Lizenzen sozusagen zuweisen lassen. Also da wird ein Umdenken stattfinden. Aber es wird dauern. Und da gebe ich Herrn Ueckerseifer völlig recht. Das geht nicht von heute auf morgen. Das wird mit höheren Preisen einhergehen. Die höheren Preise werden neue Lagerstätten natürlich lukrativ machen. Die können auch in Europa liegen. Aber an Russland kommen wir gerade bei den sogenannten grünen Metallen, Palladium und so weiter, überhaupt nicht vorbei. Das ist ein großes Problem. Herr Langhammer, ich habe hier was für Sie. Direkt Gucci Jürgen schreibt bei YouTube, Globalisierung des Arbeitsmarktes ist zwar Wachstum, aber die Leute hier werden weniger verdienen bei hohen Lebenskosten bzw. steigenden Lebenskosten. Es kommt darauf an, in welchen Bereichen Sie tätig sind. Wir laufen in eine erhebliche Arbeitsmarktlücke hinein. Das heißt, das Angebot an Arbeitskräften geht uns aus. Das hat was mit dem Alterungsprozess zu tun. Und wir stehen gerade am Anfang dieser Welle. Diese Welle wird uns in 10, 15 Jahren voll erreichen. So, da brauchen wir jede Menge Arbeitskräfte. Und diese Arbeitskräfte brauchen wir auf allen Ebenen. Wir brauchen sie im Bereich der konsumentennahen Dienstleistungen, also das ist die Pflege vor allen Dingen natürlich. Wir brauchen sie natürlich in der Softwareingenieure und so weiter. Also wie gesagt, wir müssten unser Einwanderungsgesetz total reformieren. Wir müssten viel offener sein als bisher. Wir müssen den Mut haben, viel mehr Menschen aufzunehmen und ihnen eine Perspektive zu geben. Wir müssen ihnen die Ausbildung natürlich auch bereitstellen. Aber dann könnten wir durchaus wieder ein bisschen, wenn man so will, Land sehen. Sonst haben wir ein erhebliches Problem. Uli, ich habe hier was für dich. Stahlpest Donnerstag bei YouTube schreibt er, beziehungsweise fragt er. Ich habe ich eben schon gesehen, musste ich ein bisschen dahinten stellen, aber die Frage passt jetzt super gut rein. Sie lautet, wie wird Deutschland im internationalen Gefüge erst spät spürbar mitverlieren? Wir starten doch aus einer privilegierten Position in die gemeinschaftliche Krise, oder? Das stimmt. Und die letzten beiden Krisen, das war die Finanzkrise und die Eurokrise, die haben wir gar nicht so richtig mitbekommen bei uns. Ne? Also da waren wir so ein bisschen so die Insel der Glückseligen. War gerade schön, dass Herr Langhammer schon so ein bisschen einen positiven Ausblick gegeben hat, so, dass wir auch mal auf die Lösungen schauen, ja, sozusagen, die es geben kann. Ich glaube, für viele Sachen kann es nach einer Überzeit sinnvolle Lösungen geben. Ja, wir kommen jetzt spät rein, aber es gibt ja Positives. Wir haben eine starke industrielle Basis, an der fällt gerade auf, dass sie sehr energieabhängig ist, aber es gibt hier Energie auf der Welt und hohe Preise werden auch zu Energie sparen, und zwar quer durch die Gesellschaft, früher oder später ermutigen. Das ist auch immer eine Frage der Zeit. Und wenn wir diese Energiewende packen, dann werden wir ja auch viel weniger abhängig sein, wenn wir eben in hohem Maße Öl und Gas transformiert haben für erneuerbare Energien. Das Blöde ist, da rede ich über einen Zeitraum von eher 10 Jahren und nicht über dieses oder nächstes Jahr. Trotzdem, wir haben eine starke industrielle Basis. Es wird weiter exportiert werden. Wir werden auch viele Produkte und Vorprodukte hinkriegen. Die Lagerbestände sind niedrig, aber die Auftragsbücher, die sind ja rappelvoll. Also wir gehen hier aus einer Situation einer starken Volkswirtschaft in diese schwierige Phase rein. Da kann man sich eher wieder um andere Staaten, die viel höher verschuldet sind und die eine schwächere industrielle Basis haben, mehr Sorgen machen als um uns. Uns fällt gerade sozusagen die zu starke Abhängigkeit von Russland auf die Füße. Das ist ein klassisches Klumpenrisiko, nennt man das, wenn eine Bank zum Beispiel zu viel Kredit in eine Richtung gegeben hat. Uns kann auch diese zu enge Verbindung zu China mal auf die Füße fallen. Das heißt, alte Regel, besser mal ein bisschen verteilen. Und das ist im Kern eine ganz große alte Kompetenz der deutschen Industrie und gerade auch der mittelständischen Unternehmen. Ich gehe entweder mit einer bestehenden Technologie auf einen neuen Markt, und der kann dann vielleicht in Afrika oder woanders sein, wo die oft bisher gar nicht so richtig hingeguckt haben, weil war ja so schön bequem, nach China zu exportieren. Oder man entwickelt aus einer bestehenden Technologie ein neues Produkt. Und es gibt Unternehmen wie Bosch, die haben wahrscheinlich Tausende von Innovationen im Regal legen. Das heißt, auf der innovativen Ebene, da können wir mit einer starken industriellen Basis auch in Zukunft eine Menge reißen. Sven Odenthal fragt bei Facebook, wenn ja, wie erwähnt, das Wachstum sehr unterschiedlich sein wird, wo werden Konflikte eher zunehmen? Die Frage wäre, welche Staaten diese Krise der Weltwirtschaft nutzen werden. Da will ich ja Langhammer nicht vorgreifen. Da hat er einige Jahrzehnte mehr Erfahrung. Herr Langhammer, ja, Sie übernehmen. Also meine große Sorge sind die Schwellen- und Entwicklungsländer und vor allem die ärmsten Länder. Sie leiden
tatsächlich erheblich und sie werden noch stärker leiden unter den jetzigen Verwerfungen. Das ist leider nicht zu verhindern. Wenn wir da nicht versuchen, selber mit Investitionen, vor allen Dingen mit Investitionen in Humankapital vor Ort Abhilfe zu schaffen, werden diese Menschen zu uns kommen. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, wir haben immer noch ein Hungerproblem. Dieses Hungerproblem hat erheblich zugenommen. Wir haben jetzt etwa knapp 9% der der Weltbevölkerung leidet unter Hunger. Das heißt, sie haben weniger als 1.800 Kalorien pro Tag zur Verfügung. Nach einer relativen Ruhephase im Kampf gegen Hunger vor einer Dekade ist das jetzt wieder erheblich zugenommen, hat es erheblich zugenommen. Und das bedeutet vor allen Dingen, dass Konflikte zunehmen werden, dass Konflikte um Wasser zunehmen werden. Und deswegen ist meine größte Sorge im Grunde genommen nicht die alten Industriestaaten und die Gruppe dieser Länder, sondern die größte Sorge gilt an sich den Armen und den ärmsten Ländern vor allen Dingen, aber auch den Schwellenländern, die erhebliche Probleme bekommen, wenn Kapital abfließen sollte und sie dafür nicht gewappnet sind. Und das haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, weil sind die Schwellenländer in die Krise gekommen, wenn auf einmal schnell das Kapital abgezogen wurde. Und das kann einmal durch zum Beispiel wieder hohe Zinsen in den USA passieren. Ne, wenn ich in einem sicheren Land die guten Zinsen kriege, dann investieren die Leute nicht mehr in einem Schwellenland. Und wo sind denn die Unruhen und Umstürze der letzten Jahrzehnte hingekommen, wenn der Brotpreis zu hoch war? Am Ende ist es sehr einfach. Mhm. Und auch das ist tatsächlich eine echte Gefahr. Ich schiele so ein bisschen auf die Uhr und muss feststellen, dass wir leider schon am Ende angekommen sind. Ich habe hier noch so ein paar Fragen, die wir jetzt nicht mehr reinbekommen. Vielleicht noch ein schönes Schlusswort von Elke Wilms bei Facebook, hat sie geschrieben. Wie wäre es endlich mal mit Aufraffen und nach vorne blicken, statt diese ständige Panikmache? Die Probleme sind fies zugegeben, doch die Menschheit hat schon Schlimmeres überlebt. Vielleicht einfach mal als Umbruch und Chance sehen und anpacken, statt Selbstmitleid zu sehen und sich weinend aufs Sofa zu hocken. Finde ich eigentlich ein schöner Schlusspunkt hier an der Stelle. Ja, und tatsächlich sind in diesem Land ja auch die Voraussetzungen dafür einfach da, dass wir das hinkriegen würden. Also wir werden uns, glaube ich, in Teilen noch umsehen. Es wird viele Veränderungen geben, aber die sind alle machbar. Und das ist vielleicht die gute Aussage daran. Und damit geht die Erklärbar zu Ende. Vielen Dank, Herr Langhammer, dass Sie mitgemacht haben. Dankeschön. Vielen Dank, Uli, dass du da warst. Wir sind raus. Das war die Erklärbar. Mein Name ist Dominik Krämer. Ciao. Tschüss. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Seit Wochen haben Russen und Ukrainer erbittert um Mariupol gekämpft.